Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Heute sind wir wieder bei der Familie Villarreal. Das ist Jeremy Villarreal und das ist Leonardo Romeo. Und ja, heute wollten wir mal das, der liebe, wie heißt der nochmal, der Kilian, genau, mit Sophia, oh, falscher Knopf, falsche Taste, wie soll ich mal Knopf. Also er macht sich schon mal sauber für seine neue zukünftige Braut, könnten wir mal meinen. Nämlich hat er Sophia eingeladen, herzukommen. Und da kommt sie schon. Sie sieht auch sehr glücklich aus. Wo gehst du hin? Was? Das? Hallo, wo wusstest du, dass ich hier bin? Also... Das ist mir zu nass. Lala. Du könntest ja... falsche Taste. Dir was zu essen holen. Du hast ja Hunger. Reste nehmen. Und er ist verängstigt, weil draußen... Genau. Jetzt hat er auf einmal einen schwarzen Schirm. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Falscher Sim. So, was ist denn? Oh, du brauchst Spaß. Ja, vielleicht. Ja, so, hier. Wo ist denn Sophia? Sophia, komm rein. Oh, Gott. Rein bitten. Ich meine, es ist Montag. Er hat seine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ey, Hallöchen, Sophia. Hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast. Komm bitte rein. Hier brauchst du den Schirm nicht. So. Knuddeln. Was ist denn los mit dir? Jade ist nach Hause gekommen. Es klingelt das Telefon. Das ist ein bisschen nervig. Das kommt ziemlich oft. Und ich meine, sie ist... Also die Kinder sind ja zu Hause. Also, das ist wieder toll. Es ist 18 Uhr. Ja, okay. So, Pascal hatte in der Cafeteria ein Erlebnis. Ja, obwohl er könnte... Der Direktor könnte angerufen haben und so sagen, so... Hallo, hier ist der Direktor von Pascal. Er hatte in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgebracht haben. Wir sind immer noch am Putzen, also das müssen Sie dringend mal mit Ihrem Sohn reden. Okay, also das kann doch mal passieren, ich meine, was kann ich denn dafür, dass alle Kinder das da mitmachen? Er ist einfach zum Anführer geboren. Also das löst nicht das Problem, also Sie müssen schon mit Ihrem Sohn reden. Ja, wissen Sie, was ich jetzt mache? Verantwortung sinkt. Don, don, don. Wird Pascal etwa ein verantwortungsloser Bengel? Könnte passieren. Ja, mal geht's auf. Ich bin ein Bär. Sei ein Bär. Dieses Kind will nur noch in der Verkleidung eines pelzigen Waldbewohners herumlaufen. Jedes andere Outfit findet es einfach unerträglich. Tschö. So, oho. Da geht was ab. Falsches Sim. Also, weil du dich gelangweilt in der Arbeit. Tja, so bekommt es. Das ist Dauerzustand, oder? Und sie ist benommen, ja. Was soll das auch anders sein? So, das machen wir mal so. Also, wir drücken Shift, gedrückt halten und dann auf den Sim klicken. Dann kann man ihn umziehen. Hast du ein Foto mit ihr? Ja. Du kannst ja trotzdem einen schenken.
du kannst ja eins schenken, dann müssen wir das so zurückschieben, dann schenkst du dir eins. Also ich schau mal nach, ob das auch wirklich diese Fotos sind. Ne, egal, das Risiko. So, Geschenk geben, freundliches Geschenk geben und dann kleiner Fotoabzug. Hier schenkt ihr ein Foto, das wir beide zusammen gemacht haben. Oh, das hätte ich sehr gerne. Oh, ist das in diesem großen Ding? Oh, ich meine große Dinge. Oh, du wärst überrascht, was alles noch so groß ist. Oh, du Lämmel. Also, wie wär's eigentlich mit uns beiden? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir beide ein gutes Paar wären. Ja, das fände ich auch. Dann wären wir die Highschool. Könige. Sag jetzt nicht, das ist schon wieder. Wo ist die eigentlich? Ja, komm halt heim, du Depatete. Was stehst du denn da dumm rum? So. Geh einfach hier rein. So, hier hingehen. Ja. Brauchst du keine Angst zu machen. So, jetzt sind sie zusammen. Ja, das sind ja zu viele blöde Nachrichten hier. So, da können wir ja einen ersten Kuss erleben. Ja. Also, dann können wir ja miteinander, naja, du weißt schon, ein bisschen rumknutschen. Ah, ja, rumknutschen klingt sehr schön. Na komm her, du. Oh, das ist aber süß. Was gibt's denn noch? Romantik. Freundschaftsringe bitte tauschen. Ach, wie süß. Halsküssen. Also, ich könnte ja so tun, als wäre ich ein Vampir. Du weißt doch, was ein Vampir macht. Beißen. Ups, sorry, die haben ein neues Gedönsel bekommen. Tiefe Verbundenheit. Ah, wie spannend. So, du hast natürlich Angst. Ich habe dir eigentlich einen blauen Schirm gegeben. Aber egal. Ich meine, du kannst die Rechnung bezahlen. Was ist das? Plumbit. Aha, das kam aus dem Himmel. Oh nee, du bist nass geworden. Das ist aber furchtbar. Dann gehst du einfach unter die Dusche. Und außerdem habe ich das ausgeschaltet, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann. Weil sie ist ja in Wechseljahren. Also hat sie schon hinter sich. Menopause und so. Geht doch mal hier in sein Zimmer rein. Du hast zu viel Angst, um die Rechnung zu bezahlen? Ach, das habe ich. Alter! Was ist denn? Nein. So. Ihr könnt. Was macht der denn da? Versifft. Da freut sich die Jade, die liebt es, ja, aufzuräumen. Du kannst ja auch hier Reste nehmen. Du machst jetzt mal deine Hausaufgaben. Habt ihr schon wieder ein Showprojekt bekommen? Oh, ist das nervig. Du gehst jetzt nach Hause. Du gehst jetzt einfach einen Film gucken. Film an, nicht mit. Schau mal einen Film an. Sophia, wo bist du? Was willst du jetzt da oben? Könntest du bitte herkommen? Ach, Wahnsinn. Was ist denn da jetzt alles? Kaputter Regenschirm. Dann holst du dir einen neuen. Hä?
Dann einfach Schirm weglegen und dann neuen Schirm wählen. So. So, nimm einfach einen Schirm. Du könntest ja Reste nehmen. Ey, muss schon los, was? Ah, so. Dag, Dag. Oh, ich verstehe, ich bin ja mal weg. Na. Vielleicht nicht mehr an den Film gucke. Du gehst jetzt woanders hin. Könntest du bitte in der Küche im Esszimmer essen? Oh. Subi will. Ja. Ist dein Schirm auch kaputt gegangen? Ja, tatsächlich. So, konzentrieren wir uns mal wieder auf die zwei Hübschen. So, perfekt. Romantik. Das ist noch ein bisschen zu früh. Hey, Sophia, Puppe. Ah, oh, Kilian. Ah, hoppala, was ist das? Das können wir ja als. Können wir ja mal ein Foto machen hier. So, da la. So, da müssen wir ein bisschen so weiter rüber. So. Jetzt sind sie ein süßes Pärchen. Ist das nicht süß? Oh mein Gott, it's cute. Ja, rumschmusen. Die können das sogar. Na, hättest du Lust, ein bisschen darum zu schmusen? Ich will dich lieber anschauen. Flüster, flüster, flüster. Das ist rumschmusen? Hey, wollen wir rumschmusen? Ja, yeah. Okay. Ey. Ey. Was? Also ich habe gesagt rumschmusen, nicht rum techtelmechteln. Das sieht nicht wie rumschmusen aus. Also das ist mit rumschmusen gemeint, oder wie? Auf jeden Fall hat es ihm sehr viel Spaß gemacht. Okay, du kannst ja deine Hausaufgaben machen. Oh, du armer du. So, du brauchst einen neuen Schirm. Nimmst den Schirm weg, einen neuen Schirm holen. Schon wieder alles kaputt, sehr schön. So, da du musst. Ach, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Da kannst du aufs Klo gehen. Ja, dann zieh halt ein anderes Outfit an. Na, das siehst du. Sonst kannst du dir den Film anschauen. Kann er. Ach, ich bin so doof. Film ansehen, so. Mit dir. Du räumst doch gerne auf. Da räum drauf. Geh raus! Ja, chill mal. Erotischer Austausch. Oh, Sophia, schön, dass du da bist. Ja, ich muss leider gehen. Oh, okay, es war schön mit dir. Ja, mit dir auch. Es ist sehr spät. Ach, stimmt, ja, ich habe völlig die Zeit vergessen. Scheiße, ich muss die Hausaufgaben machen. Du kannst. Oh, warum geht immer alles kaputt? Das haben wir ja sehr schön gemacht. So, dann gehst du hier duschen. So, was ist mit dir? Warum gehst du raus? Du kannst hier auch duschen.
Alter, dieses Spiel ist manchmal so nervig. Ich kann den Film anschauen. Du kannst dann gleich hier, nicht du, sondern du kannst dann bitte hier umreparieren und da. Ich weiß nicht, ist das jetzt global, dass die Zwerge überall alles kaputt machen oder was ist das? Oh mein Gott, dieser Film ist so spannend. Ja, das ist echt spannend. Oh, oh nein. Ah. Ich habe eigentlich Angst, aber ich bin so konzentriert auf die Arbeit. Auf meine Hausaufgaben. Hast du nicht deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Cool. Und die haben immer wieder Projekte, das ist auch nervig. Oder kriegt man als Kind wirklich so viele Projekte auf? Ich hab keine Ahnung. Ist das? Ach, das ist die Kerze. Ach nice, die ist niedergebrannt. Na, toll. Kannst du die eigentlich wiederverwenden? Naja. Oh, dann mach mal deine Hausaufgaben. Schnell, hoppi, hoppi. Du machst jetzt deine Hausaufgaben. Du kannst da schlafen gehen. Jawohl, du brauchst noch ein bisschen Spaß. Seneca. Sei still. Hey. Da, reparieren. Kinoflop, aha. Das kann ich wegwerfen. Kilian kann schlafen gehen. Ne, Kilian. Das ist sein Zimmer. Also er hat das fertig. Sehr schön. Dann gehst du schlafen. Du brauchst was für deinen Spaß. Du machst jetzt mal deine Hausaufgaben. Du hattest schon Spaß. Und du darfst natürlich hier die Spülmaschine reparieren, weil die ist natürlich auch kaputt. Was können wir da reinkippen? Ich mach mal. Ich sauber das mal. Das macht mir nämlich viel Spaß. So. Friendship. Nö, du hast schon eine Beziehung. Du brauchst keine Freundschaft. Du kannst natürlich dich mit anderen. Stimmt. Wer sind denn deine Freunde? Mit Amy, okay. Du brauchst mehr Jungs. Deine Bros, mit deinen Bros kannst du dich anfreunden. Ach, das ist toll. Ich liebe es aufzuräumen, ja. Ja, ich liebe es aufzuräumen. Tralalala. Du bist jetzt schlafen. Du bist Pascal und das ist dein Bett. Du gehst dann auch gleich schlafen. Und dann kannst du solche Teile plündern. Ist das auch schmutzig? Ew. Ja, sauber aufwischen. So, ja, du hast aber viele verschiedene. Das ist halt so schwach anscheinend. Und hier Teile plündern. Du könntest eigentlich auch deine Wohnung verbessern. So, du gehst dann hier schlafen. So. Ich habe, glaube ich, ein paar Frame Drops. Sehr schön. Dann. Du hättest das Klo verbessern zum Beispiel. Wasser aufbereiter. Oder mach mal Bidet. Jeder möchte von euch einen sauberen Arsch haben. Wer nicht, oder? So, die Folge ist jetzt vorbei. Ja, ich denke, wir werden in der nächsten Folge wieder spielen. Also diese Familie, mal schauen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich das nächste Mal wieder einschalten. Und nicht vergessen auf Twitter
Twitter, Twitch und YouTube zu folgen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.